So, die Musiker sind immer noch nicht da. Wer hat von euch was zu sagen? Wer will Gutes Neues wünschen oder sonst was? Wer will aktiv werden im neuen Jahr? Wer hat Ideen? Die Erika. Hallo zusammen, ich bin Erika aus Aachen und ich bin bei KlarTV tätig. Kennt jemand KlarTV? Ja. Ja, genau, da sind wir auch ein bisschen tätig. Und was wir jetzt machen, wir haben einen Brief verfasst und am 30. Dezember, da gab es in KlarTV eine Sendung vom Ivo Sasek. Die ging so 30 Minuten und die heißt SOS, der Todes-Countdown läuft. Und dann gibt es unten drunter so einen Link, so ein Aufklärungspaket mit 7 wichtigsten Corona-Sendungen. Und wenn man da die Pakete schnürt, die verteilen wir jetzt nicht mehr irgendwie oben, sondern unten in die Masse. Wir gehen privat zu Leuten hin, laden sie zu einem Aperitif ein und versuchen die Menschen vom Herzen her zu bewegen und zu erreichen. Nicht mehr von oben, sondern vom Herzen in Beziehung. Genau, das machen wir von KlarTV und wir sind ganz, ganz viele. Wer sich anschließen mag, gerne. Ich könnte auch zu mir dann zukommen. Genau, ein Tipp und eine Idee. Danke. Danke dir, Erika. Wer hat noch was zu sagen? Ja, die Margarita, komm. Ja, wir haben uns gerade überlegt, wir würden gerne um Appenweier rum am Montag nach Offenburg gehen zum Lichterspaziergang und wir würden ihn gerne dann die Woche drauf in Appenweier auch installieren. Also wer Lust hat, dass wir 18.30 Uhr in Appenweier am Rathaus. Okay, danke schön. Also wenn ihr da eine Gruppe machen wollt, auf dem Weihnachtsgruppe, mit dem Anton reden. Der hilft euch beim Telegramm einrichten. Da habt ihr eine geschlossene Gruppe und könnt dann Appenweiler einladen und die informieren, wenn ihr wieder was geplant habt. Genau. Okay, super. Wer hat noch was zu sagen? Der Albert will auch noch was sagen. Also guten Tag erstmal, frohes neues Jahr. Ich habe eben noch geschrieben, wenn Demokraten sich auf diesen Platz treffen, scheint die Sonne. Herrlich heute. Ich war über Weihnachten in Paderborn bei meiner Familie. Sie war nicht ganz konform zusammengestellt den Abend. Ich glaube, 2 hätten eigentlich gehen müssen. Haben sie aber nicht, ist auch keiner gekommen. Die Nachbarn sind sich da wohl einig. Was ich im Moment schlimm finde, sind die Nachrichten. Wir werden da mittlerweile sowas von verblödet und verdummt, wenn man sieht, dass dieses Vorkommen da am Kapitol in Amerika verglichen wird mit dieser Inszenierung vom Reichstag, dann frage ich mich, welchen IQ haben die Nachrichtensprecher oder die Nachrichten machen? Es ist schlimm. Also, ich freue mich, dass ihr wieder hier bei mir seid, die Sonne scheint und ich hoffe, die Musiker kommen gleich und dann können wir alle mitsingen. Schönen Tag noch, ciao. Dankeschön. Jetzt auch noch jemand. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich wollte euch alle gesegnetes Neues und trotz aller Schwierigkeiten oder Niedrigkeiten gesegnetes, schönes, wundervolles 2021 wünsche und Gottes reichen Segen für euch. Dankeschön. Noch jemand da, der seine Wünsche äußern möchte? Björn, ist Perry noch nicht da? So ist, ich glaube, die wird sich melden. Guck sie mal an.
Okay, die Schweden sind nun vollzählig. Die brauchen noch eine Weile, bis sie die Elektronik angeschlossen haben. Der Fritz darf natürlich was sagen. Er möchte was Neues, ein neues Event ankündigen. Danke, lieber Hubert. Hallo, lieber Ortenauer. Es freut mich, hier mal wieder zu stehen. Und also Standard ist an den Raben montags und donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Wir treffen uns spontan, zufällig. Keine angemeldeten Versammlungen mehr. Die Stadt Offenburg hat mir verboten, Versammlungen abzuhalten. Das Verwaltungsgericht in Freiburg hat das auch noch bestätigt. Damit bin ich jetzt wieder freier Einzelkämpfer und jeder darf spontan kommen. Und dann habe ich noch die Aktion Wir machen auf entdeckt. Das war ja eine Telegram-Gruppe, die im Netz hochgegangen ist von der Mitgliederzahl. Und diese Aktion Wir machen auf habe ich oder unterstütze ich in Offenburg mit einem kleinen Flyer. Vorne liegen welche aus. Und für die Geschäftsleute, ich habe eine ganz einfache Argumentation. Im Jahr 2020 sind nicht mehr Menschen gestorben als in den vorhergehenden Jahren. Der Anteil der an oder mit Corona Verstorbenen liegt unter 1%. Das ist keine echte Pandemie, bei der viele Menschen sterben. Das Infektionsschutzgesetz greift für diese Scheinpandemie nicht. Bei den unzähligen Versammlungen und in den Geschäften, in den Praxen und so weiter ist es zu keiner nennenswerten Anzahl an Krankheitsübertragungen mit Coronaviren gekommen. Unsere Politiker missbrauchen die angebliche Pandemie, um unser Grundgesetz, um unsere Grundrechte aus bekannten Gründen mit Hilfe des Infektionsschutzgesetzes auszuschalten. Menschen, die mit der Wahrheit auf die Straße gehen, werden vom Staat verfolgt. Maßnahmen, die auf dieser Basis erlassen wurden, sind ungültig und müssen nicht befolgt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Fritz. Diese Aktion finde ich auch persönlich recht gut. Ich hoffe, dass viele Geschäfte aufmachen, viele Restaurants, viele Gasthäuser aufmachen. Sobald ich weiß, wo eins auf ist, werde ich natürlich dort sein und das erste Bier dort trinken. Wenn wir was wissen, wer aufmacht, geben wir das natürlich bekannt in unseren Kanälen. Also ich werde da aktiv unterstützen. Und wenn die Polizei dann kommt, darf sie ein Bier mittrinken. So, jetzt habe ich noch den Leo hier. Wir sind normal überparteilich, aber es haben sich ja zwei Parteien gegründet, die Wir 2020 und die Basispartei. Und Leo kommt von der Basispartei und die suchen jetzt natürlich Anhänger, suchen Menschen, die mitmachen, die mitwirken. Ziel sollte sein, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl, sofern die stattfindet, mit in den Bundestag einziehen, damit wir da einfach neue Parteien, neue Menschen drin haben. Wir können von jetzt auf nachher das Parteiensystem, glaube ich, nicht kippen. Wir müssen da in dem Bereich weitermachen und da ist gut, wenn wir neue Köpfe, neue Menschen, neue Ideen vor allem drin haben. Bitte schön, Leo. Ja, hallo, mein Name ist Jäger Leo. Ich komme aus Neuried und wie ihr wisst, hat sich ja letztes Jahr im Juli die Basispartei, Basisdemokratische Partei Deutschlands gegründet, aus Menschen, die kritisch denken, so wie mir, so wie jeder von uns hier. Lauter, ja. Und diese Basispartei tritt jetzt bei den Landtagswahlen am 14. März 2021 hier in Offenburg, Landkreis, also Wahlkreis Offenburg und Wahlkreis Lahr und Wahlkreis Kehl an. Zurzeit sind wir unterwegs, für Stützunterschriften zu sammeln für den Wahlkreis Lahr. Da habe ich jetzt heute Morgen von dem Kandidat gehört, dass wir jetzt da die Anzahl der Unterschriften jetzt zusammen haben. Jetzt können also alle drei Wahlkreise an der Landtagswahl am 14. März teilnehmen. Super. Und ich möchte einfach den Gedanken aufgreifen, den der Hubert vorhin angesprochen hat. Wir können auch was tun, indem dass wir uns für eine Partei entscheiden, dass wir unsere politische Situation auch verändern können, wenn jeder von uns
die Partei wählt, die er meint, der unterstützen sollte. Und da ist jetzt die Basis Demokratische Partei Deutschlands auch eine sehr große Alternative. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Dankeschön. Der Alex aus Lahr hat noch was zu sagen. Danke, Robert. Ich habe noch eine Idee, das habe ich auch gerade eben auf der Demo in Lahr verkündet. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach alle Landräte, alle Stadträte, die Polizeibehörden in Lahr, also die Vorgesetzten der Polizeibehörden, wir haben jetzt für die Lahr die ganzen Adressen ausgesucht von den Gemeinderäten. Wir werden jetzt die Gemeinderäte direkt anschreiben, werden denen teilweise auch Infomaterial mit dazu schicken. Und dann wollen wir versuchen, bei der nächsten Gemeinderatssitzung einfach dabei zu sein und dann versuchen, auch über die Presse dann denen auch Fragen dazu zu stellen, dass sie einfach auch mit aufwachen, sage ich mal, oder wenigstens sich Gedanken machen, was überhaupt jetzt aktuell in Deutschland vor sich geht. Danke. Auch eine gute Idee. Hat noch jemand gute Ideen? Die Musiker sind immer noch am Verkabeln. Ich hatte mit der Musik so ein schönes Programm aufgestellt, aber ja, wenn sie nicht da sind, können sie nicht auftreten. Hat noch jemand was zu sagen? Bitte, traut euch. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich bitte darum, dass jeder mitmacht. Ich möchte, dass wir 5 Minuten ruhig sind und jeder, ja, nicht direkt meditieren muss, aber jeder sich Gedanken machen soll in diesen 5 Minuten, wo er stehen will, bis in einem Jahr, was er in diesem Jahr noch alles machen will und so weiter. Welche Aktivitäten, welche Maßnahmen er mitmachen will, sich auch Gedanken machen sollte, wie er sich dagegen wehrt, wenn die Maßnahmen von der Regierung noch schlimmer werden, wie die sogenannte Impfpflicht, die wir jetzt ja durch die Hintertür haben. Heute habe ich gelesen, dass die Nicht-Geimpften wahrscheinlich Reisebeschränkungen haben werden. Dann fliegen wir halt nicht mehr, dann fahren wir oder laufen wir zum Urlaubsziel, was soll's. Also ich bitte darum, ich stoppe die Zeit auf. Also ab jetzt absolute Ruhe bitte.
Ihr dürft wieder langsam zurückkommen. Ihr könnt noch langsam, gell? Uns geht's gut? Ja. Immer von den Tal am Camp. Gerade mit meiner Cousine aus, mit ihrem Laden und so. Immer unterstützen, wieder Leute motivieren und neue Ideen.